Hallo. Ah, dann bist du direkt von mir. Meister. Los, Vito. Wir sind ja viel feierlicher als ich. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Und das ist ja eine schöne. Das ist ein geiles Outfit. Hör für euch den Park, ich leg den Scheiß dran. Ganz spannend, wohin sich unsere Gesellschaft so entwickelt. Das ist wirklich spannend. Der größte Unterschied besteht darin, dass es eigentlich über Jahrzehnte so war, dass Eltern immer wussten, ihren Kindern wird es mal besser gehen. Ja. Und das wissen wir nicht mehr. Ich meine, es ist aber auch dieser Spruch, wenn man sagt, ich möchte es, dass es meinen Kindern später mal besser geht als mir, der ist ja auch hinfällig, weil ich finde, es geht so vielen Leuten auch schon wahnsinnig gut, ne? Dass man eigentlich möchte, also das geht natürlich nicht mit großer Gesellschaft, aber es gibt genug Leute, die ich kenne, wo es einfach, wo die Kinder dieses Beißen verlernt haben, weil die ja alles haben, die sind ja im Überfluss, wenn die groß sind. Ne? Aber das Schlimmste sind die älteren Eltern. Die haben einen Vorteil. Ich bin ein älterer. Ich auch. Und da stelle ich fest, auf der einen Seite hat es einen Vorteil im Unterschied zu jungen Eltern, man beobachtet viel genauer, also die psychischen Veränderungen und so weiter. Junge Eltern haben den Vorteil, dass sie die einfach mitnehmen in ihr Leben, so. Und die lernen dadurch alles kennen. Und die alten Eltern überziehen immer mit der Aufmerksamkeit, mit Geschichten und so weiter. Habe ich eine andere Beobachtung? Also die alten Eltern, die ich kenne. Ja. Du wohnst in Berlin, ne? Ja. Ich wohne auf dem Land. Ja, da ist das ja. Ist wirklich ganz, also, anders, ganz anders. Total. Also ich muss echt sagen, wir haben so jetzt komplett andere Menschen. Wenn ihr soweit seid. Der wievielte Gast bin ich? Frau Blum, der wievielte Gast ist der? Der 104. Ja, sicher? Gildo der 104. Gildo der 104. Was ist da los? Achtung, das Vögelchen. Gieß Ihnen mal was ein. Sehr schön, danke. Wie herrlich, danke. Mit Sprudel, ohne? Und gieße mir etwas ein, das glaube ich ohne. Die geizen hier mit Sprudel. Keine Ahnung. Das ist auch so aufregend, ab einem gewissen Alter. Ja, Sprudel. Lieber Gildo Horn, du wurdest mit dem Namen Horst Köhler 1963 in Trier geboren. Kann man sagen, dass du schon deshalb eine besondere Neigung zu Karl Marx hattest, weil der auch dort geboren wurde? Wenn du in Trier geboren bist, ist Karl Marx natürlich allgegenwärtig. Ne? So, das ist so dieser Riesenklotz. Ja, mittlerweile gibt es ja auch diese ganz große Statue, die ist uns in Trier von den Chinesen geschenkt worden. Ich habe der Stadt auch im Gegenzug eine Hornstatue geschenkt. Die haben die aber nicht angenommen. Ja, das ist eine. Ich verstehe auch nicht, warum uns die Chinesen ein Denkmal schenken müssen. Wir hätten es ja auch selber bauen können. Ja. Übrigens. Warst du in Trier? Bestimmt, ja. Klar. Ja. Und ich war zu seinem Geburtstag da, als dieses Denkmal eingeweiht wurde. Und da hat mir einer vom Stadtvorstand erzählt, sie haben eine tolle Ausstellung, aber kein Mensch interessiert sich für die Ausstellung. Alle wollten nur das Denkmal sehen. Ja, klar, der wird nur geknipst und so. Und dann war ich an der Uni, die hat ja keinen Namen in Trier. Und dann habe ich den Präsidenten am Schluss meiner Vorlesung in Anführungsstrichen gebeten, doch den Namen Karl Marx für die Universität zu beantragen. Und dann machte der so. Und dann sagte ich, gut, das ist mir alles zu bürokratisch und das dauert auch zu lange. Und in einer äußerst begrenzten Zuständigkeit verleihe ich heute aus Anlass seines 200. Geburtstages der Universität den Namen Karl Marx. Und was die Studenten nie machen, sie klatschen nicht nur, sie standen auf. Das machen die eigentlich nicht. Das war die höchste Form der Akzeptanz und der Präsident brach zusammen. Aber es gültet leider nicht. Und aber die standen hat die nicht auf, um zu gehen. Nein, um zu klatschen. Gibt's auch, ne? Ja. Ihr bleibt schön sitzen, bitte. Hat es,
Hattest du als Kleinkind neben deiner Mutter und deinem Vater auch noch eine Schwester, die ich als Ältere Schwester, ja, ja. das Sorgerecht über dich ausgeübt hat? Hat die versucht, dich zu erziehen? Boah, ich glaube, das ist bei großen Schwestern ist das einfach impliziert. Und wie ist deine Beziehung zu ihr? Wie hat die sich entwickelt? Boah, ist halt Schwester. Also, sie küssten und sie schlugen sich, würde ich mal sagen. Das ist, und hast du auch? Ich habe auch eine Schwester, ja. Ja, wie ist sie? Die ist auch älter. Ja, und? Die hat mich auch erzogen. Ich glaube, ja, merkt man bei unserer und Frisur, so bin ne, ich, und so bin ich auch Haarausfall von schwesterlicher Fürsorge. Richtig, so bin ich auch geworden. Was machten deine Eltern beruflich? Also meine... Sie waren ja Winzer. Oder reichte die Tätigkeit als Winzer? Ja, ich meine, also pass auf, du hast ja hier eigentlich zwei Personen vor dir sitzen, also so ein Doppel-Ich. So. Der eine, das ist natürlich, der Horn ist natürlich auch eine Kunstfigur. Und der Köhlerhorst, der steckt halt auch drin. Und die Eltern von Gildo Horn, die sind Winzer, aber die von Horst Köhler nicht. Die waren jetzt was? Ist es raus. Ja. Was waren die? Also meine Mutter war erstmal Mutter, Hausfrau und Mutter. Total, ja, halt fürsorgend und immer für uns da. Und mein Vater, der war Hoch- und Tiefbauingenieur, aber der hat uns relativ früh in die ewigen Jagdgründe verlassen. Das weiß ich. Aber sag mal, was mich trotzdem interessiert, gab es trotzdem ein bisschen Weinanbau in deiner Familie? Also gesoffen wird bei uns immer. Ja. Aber ohne täglich. Eigenen Wein? Nee, also ich habe, also so bei uns zu Hause, wurde eigentlich immer relativ wenig getrunken. Also ich das erste Mal, ich glaube, da war ich 9, aber das war aber so ein medizinischer Notfall. Ich hatte Bauchschmerzen und meine Mutter hat mir einen Fernet Branca gegeben. Da war ich nachher quietschbreit. Und meine Mutter trinkt nichts. Die trinkt ganz wenig. Die trinkt ein halbes Glas Rotwein, dann kriegt sie rote Backen. Und ich habe zeitweise, glaube ich, ganz gut zugepackt. Also ein Weinberg besaßen deine Eltern nicht? Leider nein. Nein, wir sind mehr oder weniger eine ziemlich mittellose Familie. Ja. Diesen sozialen Wohnungsbau bin ich groß geworden und einfach so. Das war so ein Bauklotz, und in dem man halt so sich wohlgefühlt hat. Als du 7 Jahre alt warst, ist dein Vater gestorben. Ja. Was kaum nachvollziehbar ist, an einer Blinddarmentzündung, die war ja auch damals schon eigentlich heilbar. Ne? Aber ja, das gab damals ein System, und da konntest du sozusagen, gab erste Klasse, die hochversorgten zweite Klasse, und dann gab es auch dritte Klasse. Da bist du so irgendwie so auf letzter Rille im Krankenhaus gewesen. Und der Überschuss des Geldes bekamst du ausbezahlt. Wir wollten uns ein Farbfernsehgerät kaufen. Und mein Vater hat dritte Klasse gelegen. Und das ist ihm irgendwie zum Verhängnis geworden. Nach 12 Tagen nach der OP war der noch nicht aufgestanden. Und als er sich zum ersten Mal so richtig bewegt hat, hat sich eine Thrombose gelöst. Und der hat eine Embolie gekriegt, und das war's dann. Dein nachfolgender Stiefvater ist ja auch relativ früh gestorben. Ja. Was mich interessiert, hat dich das in irgendeiner Hinsicht geprägt? Also so eine Abwehrhaltung? Gegen den Tod. Nicht gegen den Tod, sondern gegen eine zu große Nähe zu Erwachsenen. Weil wenn so eine große Nähe da ist, ja. Nee, ich weiß es nicht. Also mit dem Sterben, ich hatte eine riesengroße Familie. Meine Großmutter hatte, glaube ich, 8 Geschwister und so. Wir waren halt so eine richtige Großfamilie. Und um uns rum sind immer welche gestorben. Das ging relativ... Sag mal, ich meine, auch wenn ihr es nicht glaubt, statistisch gesehen kommt das auf jeden von euch mal zu. Das ist, tut auch irgendwie... Und ich glaube, es ist immer eine Frage der Akzeptanz. Man muss ja nicht immer, Trauer muss nicht immer heißen, dass ich mich jetzt total in Schwarz hülle und nur noch weine. Meine Mutter hat das mir eigentlich relativ gut vorgelebt, dass sie ihr Schicksal angenommen hat. Die war traurig, hat es aber dann angenommen. Und ich finde auch, Trauer ist eine Sache, aber man hat auch immer die Verpflichtung in sich, dass man es sich gut gehen lässt. Es nützt einem Verstorbenen auch nichts, wenn du dem irgendwie ein ganzes Leben nachtrauerst. Und deshalb habe ich die Dinge immer einfach angenommen, wie sie sind. Und ich glaube, das hat mich letztlich als Mensch natürlich auch geprägt, klar, mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben zu fliegen, flattern. Warum nanntest du deine Mutter Frau Nussecke?
Ja, meine Mutter war zeitweise im Backwaren. Die hat ganz viel gebacken und zu Hause alles ausprobiert. Und irgendwann kam sie halt mit den Nussecken um die Nussecke. Und dann, da habe ich gerade angefangen, Schlagermusik zu machen. Ich habe gedacht, so Schlagermusik, das hat so was Süßliches. Und nehme ich einfach mal was zu knabbern mit, ne? Und dann habe ich das immer auf der Bühne, so wie bei der Wandlung. Mhm. So katholische Kirche, nehmet und esset alle davon. Und dann hat sich das verselbstständigt. Da musste meine Mutter immer ran. Wie war und ist dein Verhältnis zur Religion? Waren deine Eltern evangelisch oder katholisch? Also wir waren natürlich erzkatholisch, wir kommen aus Trier. Ja. Ist ja klar. Ja. Und ich war Messdiener. Ich habe auch eine Messdienergruppe geleitet. Und ich hab aber irgendwie, also ich fand es einen wahnsinnigen Druck. Mhm. Also ich meine, katholische Kirche ist halt ziemlich auf Bestrafen so ausgerichtet. Und ich wollte mich da immer von lösen. Da hatte ich ziemlich Angst gehabt. Und irgendwann habe ich es geschafft, nach ewigen Jahren des Darbens war ich irgendwann mal bei Gericht, da war ich Zeuge in einem Verkehrsunfall, bin da rum, ich war so 18, 19, da war eine Tür, stand Kirchenaustritte, und ich dachte, ich muss mal austreten. Und zack, rein, das ging total schnell und seitdem bin ich frei. Was meintest du denn mit dem Betzwang? Du sagtest, du hast gelitten unter einem Betzwang. Ja. Du bereitest dich ja richtig vor. Ja, klar. Ich bereite mich immer richtig vor. Das ehrt mich. Finde ich gut. Also nochmal, Betzwang. Was war das für ein Zwang? Ich bereite mich im Übrigen nie vor. Ja, musst du auch nicht. Du trittst ja nur auf, aber fragst nicht. Manchmal schon. Nee, pass auf. Mit dem Betzwang ist einfach Folgendes. Das ist eigentlich eine ziemlich... Ich habe mal ein Buch geschrieben, das war eine Auftragsarbeit über eine Arbeit mit Behinderten. Ich hatte damals eine Talkshow im SWR mit geistig behinderten Erwachsenen und sollte dann irgendwie, ich habe auf jeden Fall einen autobiografischen Roman geschrieben über meine Behindertenarbeit und dann habe ich mal in mir selber so recherchiert, weil, was ich ja sonst selten mache, man denkt ja nicht permanent nach hinten, was hast du da getan, und dann ist mir einfach nochmal eingefallen, dass ich hatte immer das Gefühl, am Tod von meinem Vater schuld zu sein. Da war ich so ein kleines Kind. Ist echt eine harte Story. Ich war 7 und ich habe mein Spielzeug verloren und ich war immer zum lieben Gott am Beten. Gib mir mein Spielzeug. Und habe dann zum lieben Gott gesagt, du darfst alles von mir nehmen, was du willst. Und ich habe das Spielzeug gefunden und am nächsten Tag war mein Vater tot. Mhm. Und das hat einfach für so ein kleines Kind, macht das einen totalen Twist. Und ich hatte dann so ein riesiges Schuldgefühl und fing immer an, ich musste irgendwie immer beten, weil ich hab Angst gehabt, wenn ich das nicht mache und für jeden irgendwie noch einen Gebetsspruch habe, dann stirbt er am nächsten Tag auch wieder und ich bin's wieder schuld. Das hat sich dann entwickelt, wie gesagt, das war halt mit 7 Jahren und mit über 18 bin ich aus der Kirche ausgetreten. Das war schon echt ein ganz, ganz schöner Druck, war aber echt ein Akt der Befreiung. Also Kirche, ich verteufel das wirklich nicht generell. Ist eine nette Sache, vielleicht für Leute, die Angst vorm Tod haben, dass man sich irgendwie aufrichtet im Leben, in sozialen Bereichen, auch manchmal was Gutes. Für mich ist das nichts. Aber du bist aus der Kirche eingetreten. Hat das was an deinem Verhältnis zu Gott geändert? Ja, ich glaube da überhaupt nicht dran. Das ist. Du? Nee. Aber ich war auch nie in der Kirche. Das ist ja auch total, das ist ja Irrsinn, ne? Aus all diesen Abermilliarden unendlichen Möglichkeiten, die der Planet uns irgendwie bietet an Sinngebungen, da gibt's diese eine und der trägt einen Bart und tut Gutes. Das finde ich total irrsinnig. Ein Freund von mir hat gesagt, ich bin Agnostiker. Aha, sage ich. Ja, ich weiß ja nicht, ob es ihn gibt. Und dann gehe ich lieber davon aus, dass es ihn gibt. Das ist auch schon eine schöne dialektische Herangehensweise. Ja. Aber das war meine Mutter auch immer. Ja. Wo du sagtest, wie war es bei euch? Immer wenn irgendwas Schlimmes anstand, ist meine Mutter in die Kirche gerannt. Ne? Danach war sie wieder Atheistin. Das also, haben
deine Mutter hatte dich irgendwie auch an Kunst und Kultur herangeführt? Kanntest du schon als Kind mal Theater oder sowas? Oder? Nee, also meine Mutter hat mich, die hat mich einfach irgendwie einfach basic-mäßig ins Leben reingeleitet. Und da gab es Radio RTL und da liefen dann die Schlager von früher. Ja. Aber die zwei älteren Schwestern meines Vaters, die auch in Berlin gelebt haben, mhm. Die haben hier, die eine hat an der Akademie der Künste gearbeitet und die andere hat halt Theaterkritiken geschrieben. Und die hat mich dann als junges Kind dann immer mitgeschleift in die Kulturwelt. Mhm. Und ich habe das ehrlich gesagt, ich habe es eigentlich geliebt, aber auf der anderen Seite fand ich das wahnsinnig steif und starr, was einem da so im Theater widerfahren ist. Also damals jedenfalls, ist bestimmt heute total anders, oder? In deine Schule warst du offenkundig sehr anders. Verliebt, denn du hast 2 Jahre wiederholt. Trotzdem hast freiwillig. Du das Abitur gemacht, was ja freiwillig. Schon eine Leistung ist. Ne? Ja, ich meine, ich habe, glaube ich, das schlechteste Abitur, was es überhaupt gibt. Ich habe 3,7 oder sowas. Auf der offenen Richterskala. Das geht so. Nee, ich habe das irgendwie... Du hast es geschafft. Ey, es ist mir wirklich scheißegal. Also ich hab da keinen Wert drauf gelegt. Auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, so jetzt, wo ich dran bin, ey, jetzt ziehe ich das Ding auch durch. Ich habe 14 Jahre habe ich nichts gemacht für die Schule. Und am Schluss habe ich mich nochmal richtig ins Zeug gelegt. Und dann ging es ja. Du warst eine Zeit lang im Internat. Ja. Da musstest du ja lernen, was man so machen muss, um akzeptiert zu werden. Gab es da Jungs und Mädchen oder nur Jungs in dem Internat? Leider nur Jungs. Nur Jungs. Wie hast du dich da durchgesetzt? Ich habe alles genommen. Ja. Nee, Quatsch. Wie hast du dich da durchgesetzt? Das ist ja nicht so leicht. Mein Internatseinstieg, das war ziemlich hart. Mein Stiefvater lag zu Hause im Sterben und ich habe mich mehr oder weniger ins Internat einweisen lassen. Ne? In der Schule lief das nicht gut und dann irgendwie so einen geliebten Mensch beim Sterben zuzusehen auf 70 Quadratmeter, das ist nicht unbedingt so richtig schön. Dann bin ich ins Internat, meine Freunde haben mir gesagt, du kommst dahin, du musst dich durchsetzen. Dann habe ich wirklich am ersten Morgen direkt einem aufs Maul gehauen. Und da war klar, dass ich ein Arschloch bin. Also ich habe da einfach direkt einen Stempel gesetzt und dann war Ruhe. Ich war innerlich ziemlich aufgewühlt zu dem damaligen Zeitpunkt und glaube ich nicht der ausgeglichenste. Und deshalb, hast du mal zugehauen? Ein einziges Mal. Gegen wen? In der ersten Klasse. Ja, weißt du noch ganz genau, der kam und sagte mir, dass die Russen die Frauen vergewaltigt haben. Ich bestritt das und dann haben wir uns geprügelt. Und abends habe ich meinen Vater gefragt, erstmal, was das ist. Ich wusste es ja nicht, der auch nicht. Ich wusste nur, was Negatives. Dann hat mein Vater mir erklärt, was das ist. Und dann habe ich ihn also so einigermaßen erklärt, dass ich es eben mit 6 oder 7 verstehen konnte. Und dann habe ich ihn gefragt, ob die Russen das gemacht haben. Und er hat gesagt, im Prinzip nein, aber. Und das Aber war so lang, dass ich ahnte, ich hatte auch noch Unrecht. Und dann habe ich mir gesagt, nie wieder, nie wieder. Und dann habe ich mich nie wieder geprügelt. Du warst aber auch nicht auf dem Internat. Nein. Ja, also das war schon eine Hackordnung. Ja. Ne? Boah, nur Jungs, ich finde eh... Ich habe immer versucht, die Leute anders zu gewinnen. Du hast dich schwindelig gelabert, oder? Ja, klar. Ja. Und dann hauen die auch nicht mehr, dann gehen die einfach weg. Ja. Die verprügeln sich nachher selber. Ja. Du erklärst ihnen, dass es für sie gut ist, wenn sie sich jetzt selbst einen reindäumen. Ja, du musst dich nicht versuchen, in mich hineinzuversetzen. Heute geht es um dich. Und ich möchte jetzt wissen, wieso du mich geschlagen hast. Ich will dich aber auch kennenlernen. Ich stelle meine Frage trotzdem, warum du Samtköpfchen genannt wurdest. Samtköpfchen? Heute nicht mehr. Aber damals? Ja, ich hatte, die haben mir zu Hause so einen Maggie-Schnitt gehauen. Also so. Und das hat sich oben wie Samt angefühlt. Und dann haben meine Tanten und Omas und Opas, die haben mir, ich bin ständig da irgendwie da oben drauf rum.
gekratzt worden, auch Samtköpfchen. Und ist eine Frechheit irgendwie, oder? Ja, aber im Internat wusste das keiner. Nee, hätte sich keiner getraut. Ja, ja. Das verstehe ich. Hatte doch die Duftmarke gesetzt. Aber mit 9 Jahren hast du dann versucht, Gitarre zu lernen. Wie kamst du gerade auf Gitarre? Ganz einfach, da gab es so ein katholisches Jugendzentrum. Und da war Gitarrenkurs. Und dann hat meine Schwester und auch ich beide so eine Gitarre von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und dann sind wir da hinmarschiert und haben dann 20 Stunden irgendwie Gitarre gelernt. Und dann hat es mich irgendwie ziemlich gepackt. Das war echt ein gutes Ding. Das stimmt. Spielst du ein Instrument? Ich will dich ja auch kennenlernen. Du musst versuchen, den Veranstalter zu überzeugen, dass er auch mal eine umgekehrte Veranstaltung macht. Wo du hier sitzt und ich dort. Und dann kannst du mich das alles fragen. Ja? Okay. Ja, gut. Also, du hattest aber als Kind Berufswünsche, die normal sind. Du wolltest Polizist werden, Lokführer, Fußballer. Ja. Aber vom Teufel irgendwann wolltest du Rockstar und oder Schlagzeuger werden. Wie kam denn der Wunsch zustande? Über eine Sendung im Fernsehen oder Rundfunk? Oder? Nee, ich hab mit 13 Jahren meine erste Band gegründet. Crash and Company hieß die. Eine Schulband. Und bei der ersten Probe haben wir festgestellt, ich war ja Gitarrist, dass ich lieber Schlagzeug gespielt hätte. Und der Schlagzeuger wollte eigentlich lieber Gitarre spielen. Und dann hat er mir schnell was beigebracht und ich habe ihm schnell was beigebracht und dann war ich Schlagzeuger. Und dann, das war dann die Liebe meines Lebens. Und das war wirklich das absolut Gigantischste. Schlagzeugspielen ist einfach der absolute Traum. Und fortan hatte mein Leben, also vorher wollte ich natürlich Fußballstar werden, ne? Aber dann war Schlagzeug, das war so richtig... Richtig gesetzt, das ist ein tolles Instrument. Das macht echt Laune. Wie war die Frage? Also, nein, du hast alles beantwortet. Ich habe den Zetschmo im Friedrichstadtpalast gesehen, als ich, weiß nicht, vielleicht 18 oder so war. Und seine Band bestand aus Schwarzen, nur der am Schlagzeug war, weißt du. Und so einen Verrückten habe ich noch nie gesehen. Der hat nur Marsch gespielt. In einem Tempo. Und die Stöcke flogen und alles. Also es hat mich fasziniert. Aber schon als ich es gesehen habe, wusste ich, kannst du nie. Versuche es erst gar nicht. Aber es ist einfach so ein schön körperliches Instrument. Ja, das macht mich total an. Außerdem sitzt du auf der, also um das eben noch zu, ist jetzt nochmal gerutscht. Also mir ging es eigentlich beim Musizieren nie darum, auf einer Bühne zu stehen. Ich habe das immer für mich selbst gemacht. Musik auch heute ist irgendwie eine Sache. Ich stehe wahnsinnig gerne im Proberaum, ich bin gerne im Studio. Ich mache gerne Musik auch für mich, weil Musik ist so ein schönes Kommunikationsmittel. Du hast irgendwie ein paar Leute, die du magst oder die du mal nicht magst. Aber irgendwie unterhält man sich gleichzeitig mit was anderem als der Sprache. Und ich wollte Studiomusiker werden. Ich wollte einfach satte Grooves in Studios einschlagen auf der Bühne. Das war mir so ein bisschen suspekt, weil dann muss man sich so viel öffnen. Da bin ich so, da war ich zu scheu zu. Und die Frage ist auch, als ich auf die Bühne zu treten, geht das überhaupt? Weil ich finde, dass der Mensch sich generell total überschätzt. Also ich komme ja aus dieser Römerstadt, gedenke, dass du ein Mensch bist oder was weiß ich, so, ich weiß, dass ich nichts weiß, griechisch, sowas. Und das sind so Leitsätze, die in mir immer geblüht haben, um mich irgendwo vorne hinzustellen und zu sagen, ich weiß, wo der Hase lang hüpft, du machst das. Mir ist das nicht gegeben. Ich gehe als Horn auf die Bühne, du als Gysi. Das ist komplett anders. Ja, du bist sowieso die Bescheidenheit in Person. Nee, das will ich nicht. Ich habe das schon verstanden. Nee, weißt du, wie ich meine? Das ist was anderes, ja. Also, aber jetzt musst du mir etwas erzählen, was nämlich wirklich dazu passt. Du hast ein soziales Jahr im Behindertenzentrum in Trier verbracht. Ja. Wie kamst du darauf, gerade in ein Behindertenzentrum zu gehen? Das muss dich doch irgendwie bewegt und beschäftigt haben. Das war eine Behindertenwerkstätte und ich hatte Kontakt zu dieser Behindertenwerkstätte, weil meine Mutter hat da einen Bus gefahren. Meine Mutter war so Behindertenbusfahrerin. Morgens die Leute zu Hause abgeholt in die Werkstatt, nachmittags zurück.
deshalb war das so ein Ding für mich. Ich hatte mein Abi, wie wir eben gehört haben, mit Bravour bestanden. Die Weltkarriere in Hinsicht auf Studioschlagzeuger stand noch in der Ferne. Und ich musste irgendwas machen, um meine Orientierungslosigkeit zu überwinden. Und dann hat meine Mutter gedacht, das ist mal eine super Idee. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist es. Und dann bin ich dahin marschiert. Und das war ein Volltreffer auch. Ja. Ja. Aber du hast dann auch Sendungen mit Menschen mit Behinderung gemacht. Das heißt, später. Ja, das heißt, irgendwie hat es dich doch dein Leben lang begleitet. Dass ja, aber der Anfang sind. War natürlich, ich bin ja. mehr oder weniger von meiner Mutter dazu verdonnert worden, damit ich versichert war, damit ich irgendwas Nützliches mache und komme dann in die Behindertenwerkstätte rein. Und das war einfach ein Kosmos, der hat mir mitten ins Herz getroffen. Ich habe gedacht, meine Güte, zum ersten Mal endlich normale Menschen. Da gab es dieses Rumgespiele überhaupt nicht, dass jeder irgendwie sein so profilneurotisch irgendwie sich aufbaut, ja. sondern die sind ja halt so direkt, nach 2 Stunden hast du den ersten Heiratsantrag und das baut ja auch auf. Ja. Die haben sich mal sehr gefreut, als ich vor lauter Behinderten gesprochen habe, habe ich gesagt, alle Menschen haben Behinderung, der Unterschied zu ihnen besteht nur darin, dass sie es zugeben. Daraufhin haben sie sich richtig gefreut. Ja, natürlich. Ich meine, ist ja auch so. Der Grat ist wirklich fließend. Ich meine, guck uns an. Ne? Das ist wahr, das ist wahr. Du studiertest dann in Trier Musikpädagogik. Nee, kann man gar nicht in Trier. Das ist aus Wo Wikipedia oder sowas. Nee, ich habe. Nein. Ich hab in Trier habe ich studiert, aber ich bin Diplompädagoge. Also ja. Musikpädagogik. Pädagogik, ach so. Pädagogik, ich habe mich einfach nur parallel zum Studium war ich. Dich mit Musik beschäftigt? Nee, bin ich, das sowieso. Aber bin ich in der Lebenshilfe kleben geblieben. Ich habe da Musikgruppen geleitet. Ich habe ganz viele Musikgruppen gehabt in mehreren Einrichtungen. Meine Frage ging auf deine Diplomarbeit. Die trägt den Titel Die Befreiung von der Vernunft. Kannst du uns das mal übersetzen? Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Also ich finde, der Mensch ist halt permanent vernunftsgeleitet. Vor allen Dingen, ja, leider nicht immer, ne? In unserer Gesellschaft, das nimmt auch wieder ab, wissen wir alle. Ne? Aber ansonsten gibt es so viele Verhaltenskontrollen, die sind ja manchmal ganz gut im Gegenüber, sonst würden wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Aber ich finde, die schönen Momente sind halt auch die, wo man überhaupt nicht nachdenkt, wo man sich einfach mal auftankt, wo man das abgedroschene Wort im Hier und Jetzt verweilt. Und das haben die Behinderten, die sind für mich einfach so ein totaler Glanzpunkt, weil die Leute, man spricht ja immer nur über die Defizite von geistig behinderten Menschen, aber die haben ja auch diesen Vorteil, wenn die sich wegen einem geringeren IQ nicht so reflektieren können. Das ist ja auch ein Vorteil, wenn man sich nicht so viel reflektiert, weil man kann einfach nur so echt sein. Und das wollte ich einfach zum Thema machen und das Ganze dann. Ich habe da eine Gegenüberstellung letztendlich gemacht von Musiktherapie im klassischen Rahmen und einem Gilo Horn-Konzert. Weil Gilo Horn war für mich immer die Weiterführung eigentlich von dem, was ich in der Lebenshilfe gelernt habe. Ein Wissenschaftler hat mir mal erzählt, dass lauter psychisch Kranke eine Rede von Präsident Reagan gesehen haben. Und der Ton war nicht da. Sie haben sich totgelacht, weil die genau gemerkt haben, wie alles verstellt und gestellt ist, ja, und dass es nicht echt ist. Und da hat er gesagt, da haben die einen genialen Zug. Das kriegen die sofort mit. Das muss man eben auch sehen. Stimmt. In den 80er Jahren hast du eine Band gegründet mit dem Namen Die Orthopädischen Strümpfe. Du hattest Mitglieder aus Südtirol, aus dem Saarland, aus Luxemburg, aus Elsass, aus Lothringen und aus Ungarn. Kann das gut gehen? Ja, ich habe mir über nichts Gedanken gemacht. Ich habe einfach aus allen Rohren gefeuert. Ich habe gedacht, diese schöne Schlagermusik, ich weiß ja nicht, wie es bei euch im Osten war, ne? Also dass so diese westliche Schlagermusik von 1970, die war 60, 70, die war irgendwann so derart
überpolitisiert. Es ist da einfach nur so ein kleines Lied, wenn einer singt, Tränen lügen nicht. Da muss man da nicht direkt mit assoziieren. Das sind jetzt die Werte der Konservativen, die hier transportiert werden. Das ist mir so auf die Nüsse gegangen. Und ich habe gedacht, ich möchte diese Musik jetzt mal so interpretieren, wie sie gehört. Nämlich mit einer ordentlichen Band vorgetragen. Und dann machen wir mal so da deutschen Soul draus. Ich kann dir was erzählen. Ich hatte irgendwann, nicht jetzt, also schon ein paar Jahre her, Geburtstag, und da wollte ich so meine Familie einladen in eine hübsche Westberliner Kneipe. Die war so ein bisschen altdeutsch in jeder Hinsicht. Und auf jeden Fall habe ich angerufen und habe die Plätze bestellt. Ja, hat er gesagt, geht in Ordnung. Dann kam ich hin und sagte, die Chefin, hier ist kein Platz. Ist auch kein Tisch frei. Da sage ich, na, ich habe mit einem jungen Mann telefoniert. Ach so, dann weiß ich schon, wer das war. Er, der fühlte sich verarscht. Der dachte, da hat einer angerufen, nennt sich einfach Gysi und so. Und dann, also war kein einziger Stuhl da. Und dann sagte sie, ist mir jetzt aber unangenehm, wir waren so, weiß ich nicht, 8 oder 10. Dann sagte sie, ja, setzen Sie sich jetzt mal hier irgendwie an die Bar, ich kümmere mich. Und dann wurde noch ein Tisch geholt und so. Und, dann, und plötzlich eine alte West-Berlin, immer in West-Berlin, sagt sie zu mir, wissen Sie, was mir fehlt? Nee, sag ich, was denn? Radio DDR. Sag ich, wieso Radio DDR? Sag ich, ja, die haben immer so schöne Schlager gespielt. Und da ahnte ich schon, welcher Geschmack das war, wollte ich mir sagen. Na, ich glaube, ja, die Schlagerwelt also, war ehrlich, relativ Schlagermusik hat schon was Klebriges, ne? Ja, klar, aber ich finde das halt, für mich ist es die Melasse, in der ich mich persönlich so wohlfühle. Also deine Band war ja auch erfolgreich bei der Interpretation von deutschen Schlagern, Schnulzen und Schmonzetten. Man kann schon sagen, das ist eine Kultband. Aber jetzt überzogen, oder? Nein. Das ist eine Kultband des deutschen Schlagers war. Ne? Was war ich? Eine Kultband des deutschen Schlagers war es schon. Ich habe mit dem Begriff Kult immer so meine Probleme. Das ist ja wirklich, da kommt irgendwie ein Kino zum ersten Mal, wird der irgendwie zu Wasser gelassen, da wird der Film nach einer Woche schon für Kult erklärt. Also ich finde immer Kult, was ist denn Kult? Es gibt da so viel Kultur, ja, wir sind irgendwie, wir verhalten uns einfach. Ich will ja nur wissen, ob sie dafür wirklich bekannt war und eben auch erfolgreich, das war sie doch. Ich glaube, dass wir einfach dafür bekannt sind und erfolgreich sind, weil wir einfach eine geile Band sind, weil wir gute Unterhaltung machen. Und weil man irgendwie, weil ich finde, das müsste es, normalerweise müsste es das auf Krankenschein geben. Ne? Du, 2 Stunden Konzert, du gehst raus. Früher gab es bei uns in der Werbung, damit sie morgen wieder kraftvoll zubeißen können. So, ne, das einfach mal lösen, die Befreiung von der Vernunft, also Hose runter. Ich habe einen bayerischen Werbefilm gesehen, glaube aus den 60er Jahren, da standen lauter Frauen. Und ich dachte, das ist eine Persiflage, Spaß aber nicht. Und sie wollen doch alle bügeln lernen, damit ihre Männer zufrieden sind. Sie müssen so bügeln, sie wollen doch alle waschen lernen und so. Also es haute mich einfach um. Und dann sagte mir jemand, ja, ist das ein Song? Das? Ja, nein, den muss ich machen. Ein Dokumentarfilm. Ich schwör's dir, den gibt's. Denn ich kann ja auch über einen, den ich kenne, besorge ich dir den. Den kannst du dir ansehen, dann machst du aber 8 Schlager draus, sage ich dir. Ja, ich meine, der Schlager, der hat textlich auch schon ganz schön Verunstaltungen hinter sich gebracht. Da gibt's auch, ich habe mal einen gesehen, S-Bahn fahren ist schön, da kann man unsere schöne Hauptstadt sehen. So ein Berliner Lied ist das. S-Bahn fahren ist schön. Ja. Ja. Und stimmt doch alles. Ja. Und man gönnt sich ja selten was Schönes. Weshalb war der Tod von Roy Black 1991 so ein Schlüsselerlebnis für dich? Du glaubtest irgendwie, dass die Seele von Roy Black zu dir übergewechselt sei. Ja. Also nicht wirklich, aber ein bisschen schon. Aber es gibt ja solche Momente im Leben. Erweckungsmomente. Richtig. Das. Ja, der Roy Black war für mich immer so ein Sinnbild für der deutsche Schlagerinterpret. Und als der arme Mann ganz plötzlich gestorben ist, hat in der Zeitschrift Mini für alle Linda Evans ein Interview gegeben und hat gesagt, Musik ist unvergänglich, so wie schwarz immer schwarz und weiß immer weiß ist. Und daraus wurde dann geschlussfolgert in dem Artikel, in der Mini für alle, Roy Black lebt.
weil mit Schwarz ist Black gemeint und Weiß immer Weiß, sein größter Titel ganz in Weiß. Habe ich gedacht, ja, ich war am Studieren, das muss ja immer alles irgendwie wissenschaftlich zitiert werden. Habe ich gesagt, das ist ein wissenschaftliches Zitat aus der Zeitschrift Mini für alle. Und jetzt brauchte Roy Black nur noch jemanden Bewohner. Und dann bin ich sozusagen für den in die Bresche gesprungen, haben 6 Wochen Amt gegeben für Roy Black. Und dann hat es mich hier getroffen. Und das war mein erstes Thema, mit dem ich halt durch die Medienlandschaft getingelt bin. Sag mal, ist meine Einschätzung richtig, ja, dass du... Das ist sehr vernünftig, aber auch in diesem Ausnahmefall, dass du ab einer bestimmten Zeit doch eher eine Persiflage auf den Schlager geliefert hast und das auch absichtsvoll. So nee, gerade. Ja, ich finde, Persiflage ist eine. Also Persiflage. Auch gerade 1998, als du dann den Vorentscheid zum Grand Prix gewonnen ja hast. Also ich hatte immer den Eindruck, es ist ein Stück Persiflage auf den Schlager, was du machtest. Nee, ich mache, also wenn ich eine Persiflage mache, ist das immer eine Persiflage auf mich selbst. Weil ich finde, so Persiflagen auf Dinge machen, zum Beispiel Musik ja oder, das finde ich, ich finde es wahnsinnig billig, ne? Weil man kann sich über andere Sachen lustig machen. Na gut, dann ich fühle mich ja in dieser, das ist meine selbst. Musik, ich bin ja das, ich bin das. Ja, aber dann war es eine Persiflage auf sich selbst, aber das kam schon ein bisschen dabei heraus. Aber sag mal ganz ehrlich, ja, also es ist doch ganz schön, wenn man über sich selber lachen klar, kann. Ja, also ja was anderes und ich gestehe das. Ich bin der Einzige im Bundestag, der das kann. Aber aber ganz ehrlich, ihr habt da auch, also ich habe ja auch echt ganz schöne Geschosse bei mir in der Band, aber ihr da, das. Aber ich werde es hier beweisen. Stefan Raab hat dir das Lied, geschrieben, Gildo hat euch lieb. Das ist doch schon ein Stück Persiflage. Warum? Ja, na gut. Nee, aber ich glaube, nee, ich will das Sie jetzt wirklich... Sie haben es verstanden. Nein, ich will einfach, dass du mir das erklärst, weil das interessiert mich wirklich. Ja, pass auf, weil du das Gegenteil zum Siegelschlager, zum Ralf-Siegelschlager warst. Der war völlig anders aufgebaut als du. Du warst das Gegenstück. Dann erzähle ich dir jetzt die Geschichte nee, von aber, Helmut Kohl. Nee, pass ja, auf. Nein, pass auf, das gehört dazu. Die musst du Und dir wenn ich es da nicht verstehe danach? Doch, doch, das verstehst du schon. Also, ich habe erst meiner Fraktion erklärt, dass man immer die Unterhaltungskunst beachten muss, um den Zeitgeist zu verstehen. Naja, da musste ich dann viel erklären. Dann hatte ich ein längeres Gespräch mit Altbundeskanzler Helmut Kohl. Da war er also nicht mehr Kanzler. Und plötzlich kamen wir auch auf dich zu sprechen. Und da habe ich gesagt, das ist interessant, dass du zum Grand Prix ausgewählt worden bist, weil du eben, ich nenne es Persiflage auf den Schlag, du kannst es auch Persiflage auf dich nennen, weil du das Gegenstück zum Ralf-Siegel-Schlager warst. Und das war die Zeit, als die jungen Unternehmer sehr erfolgreich waren. Die waren alle schon im DAX, die hatten viel Geld, es spielte sich alles ab. Und in der Zeit machte Möllemann, und das passte zu deiner Musik, den Wahlkampf mit der 18 auf den Schuh, mit Fallschirmspringen und allem drum und dran. Und das war interessant. Und er war erfolgreich. Die Wahl für die FDP in Nordrhein-Westfalen war erfolgreich. 2 Jahre später versuchte Guido Welle dasselbe mit seinem Automobil etc. Und es klappte Flausche Socken. Richtig. Ja. Was er nicht beachtet hatte, war, die jungen Unternehmen waren alle schon pleite oder im Gefängnis. Und es wurde auch wieder der Ralf-Siegel-Schlager gewählt. Nicht mehr der Meister. Schon der Meister ist ja ein Ausdruck für etwas. Und Helmut Kohl hört die ganze Zeit zu und sagt dann zu mir, das kann stimmen, aber da ist Möllemann nie drauf gekommen. Das war seine Antwort darauf. Und aber ich habe dich auch in solche Zusammenhänge eingeordnet. Pass auf, ich finde, das ist total überintellektualisiert. Klar. Das ist einfach, das ist, nee, ich finde es. Du musst ja nicht merken, was nein, du anrichtest. Nein, pass auf, ich finde es einfach, nee. Ich finde es einfach sehr sülzig, weil das ist so, da wird versucht, irgendwas zu erklären, was einfach nur ist, ob der Ralf Siegel, der steht für eine ganz andere Wertigkeit, der steht nicht unbedingt dafür, dass er über sich selber schmunzelt, dass er irgendwie, ne, dass er irgendwie, der aber ist verbissen, der will irgendwo hin. Über sich. Ich glaube, das war Zeitgeist in dem Falle, weil wir überhaupt kein Ziel hatten. Das war schon irgendwie einfach ein, das war eine Zeitenwende. Hat das schon mal jemand gesagt? Ich weiß es nicht, aber doch schon. Aber es ging ja wieder zurück. Bitte? Es ging ja wieder zurück zum Ralf-Siegel-Schlager.
Wieso? Der hat schon seit Ewigkeiten jetzt nichts mehr da gelandet. Ich sagte ja zwei Jahre später bei Guido West, aber jetzt nicht mehr. Man sagt ja immer, die Revolution frisst ihre Kinder. Dann hast du irgendwie mal so einen wilden Trupp, der irgendwo einzieht und da denkt jeder, der sich danach irgendwie auf so ein Spiel einlässt, wir machen das jetzt genauso. Jetzt machen wir witzig, jetzt machen wir die 18er Socke oder irgendwas. Es kommt aber eigentlich nicht aus der Hüfte. Das muss ja irgendwo einfach passieren. Nein, aber es, Way heißt das, glaube ich. Es tut mir aber leid, es liegt immer in der Zeit. Es gibt Zeiten, wo du nicht auf die Idee kommst. Und es gibt andere Zeiten, wo alle irgendwie locker werden und dann werden sie wieder verkrampfter etc. Ich habe zum Beispiel einen Zusammenhang im Moment, glaube ich, gemerkt zu haben zwischen Kümmelbrötchen mit Salz und unserer Wirtschaft. Das gab es irgendwann nicht mehr. Ich liebe Kümmelbrötchen mit Salz. Ne? Und irgendwie, als ich ein Kind war, 60er, 70er Jahre irgendwie, ne? Die Wirtschaft war irgendwie, das war alles so, ich weiß nicht, wir hatten gar nicht so viel. Da gab es überall Kümmelbrötchen mit Salz. Dann war das weg und das kommt wieder gerade. Das ist immer so im Leben. Ich bin ja schon 75, das wirst du noch öfter erleben. Echt? So, jetzt erklär mir, warum für dich der Grand Prix mehr Politik als gelebte Musik ist. Ja, der Grand Prix ist natürlich, also das ist natürlich Politik. Ich hatte gerade in Birmingham meinen Auftritt hinter mich gebracht und saß so für mich hin. Und dann hat mich irgendeiner von einer anderen Delegation angesprochen, ich weiß gar nicht mal aus welchem Land, und hat mir genau erklärt, wie nachher gewählt werden wird. Das war echt genau so. Ist das so? Ist auch nicht schlimm. Ist ja nur Musik, meine Güte. Aber es ist eben doch Politik. Ja klar, alles ist Politik. Auch ein Schlager ist natürlich Politik. Ne? Eben, das habe ich ja vorhin nur versucht zu erklären. Ich habe mir Gedanken gemacht in der Pause. Ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Was haben Sie sich denn für Gedanken gemacht? Ich habe mir den Gedanken gemacht und habe gefragt, weil du mich ja eben so gut analysiert hast, ja, ob du schon jemals ein Live-Konzert von mir gesehen hast. Nein. Ich bin Live-Künstler. Eigentlich ist das, was ich bin, findet live auf einer Bühne statt. Und nicht im Fernsehen. Im Fernsehen wirst du formatiert. Da passiert irgendetwas. Und ich lade dich einfach mal ein. Kommst dir mal angucken. Und dann, danach reden wir nochmal neu. Also weil ich glaube, das ist nicht das, was du meinst, dass es ist. Das spielt keine Rolle. Ich habe trotzdem recht, weil die Zusammenhänge einfach stimmen. Ich wusste doch, dass ich das schaffe. Das ist sehr cool. Also, erklär mir mal, wie du auf den Künstlernamen Gildo Horn gekommen bist und wie es auch zum Titel Meister kam. Ich wusste, dass ich den deutschen Schlager erretten möchte. Ja. Aber und gegen Ralf Siegel, das war das Entscheidende. Nee, das war für mich noch überhaupt kein Thema. Keiner wollte mehr Schlager hören. 1982, 83 fing das mit der neuen deutschen Welle an. Mhm. Und da hat man ganz plötzlich gemerkt, was man mit deutscher Sprache alles anstellen kann und wie lässig das sein kann. Da haben so diese konventionellen Schlagersänger. Du meinst die haben und diese Sachen. Genau. Ja. Die haben keine Schnitte mehr gekriegt. Und dann habe ich gedacht, ich will diese Musik exhumieren und brauchte irgendwie einen Schlagerretter. Und den habe ich mir dann irgendwie gebaut und sein Name war Gildo Horn. Also damals hatte ich noch mehr. Ich hatte mir ursprünglich gedacht, Gildo Horn, ein Horn hinten, ein Horn vorn. Ich wollte eigentlich so eine Frisur haben. Ist nichts draus geworden. Aber der Name steht. Also Horn. Also nicht so horny, das war nicht so das Ding. Nee, schon klar. Und der Titel Meister, wie kam der zustande? Das hat mal irgendeiner, wir haben damals in so einem Rock, Schuppen, Rock, Punk, Schuppen, Luxor heißt er, der ist in Köln, jede Woche musiziert. Ja. Das waren dann so Horndienste. Ne? Das war immer so semi-messianisch. Und dann habe ich irgendjemand geheilt. Und dann, ich glaube, zu dem Zeitpunkt
lief dann auch immer, das war so Leben des Brian-Zeit. Und da hat irgendeiner mal Meister gebrüllt. Dann hat sich das verselbstständigt und dann war ich plötzlich in Hamburg, dann hat einer Meister gebrüllt und dann haben sie alle Meister gebrüllt. Ich konnte Leute überzeugen, als das erste Mal in der Tagesschau von dir als Meister die Rede war. Ja. In der Tagesschau. Da wusste ich, es ist durch. Das ist nicht mehr durch. Zu stoppen. Ich meine, ich kann gut mit Leo. Nur gut, ich habe einige geheilt. Was soll's? Wann und wie entdecktest du dich eigentlich als Schlager-Revival? Ich meine, ich denke an dich als Hontje in Anlehnung an Heintje. Und Who the Fuck is Elise nach dem Smokey-Titel Living Next Door to Elise etc. Es war ja immer, hast du ja da sozusagen einen Weg gefunden. Genau, ich habe viel gecovert, weil ich empfinde das halt so, das ist so wie beim Blues. Da gibt es auch von verschiedenen Interpreten verschiedene Versionen von diesen Titeln. Und ich bin halt innerhalb der Schlagermusik so ein Sinnanbieter, so ein Algorithmus, durch den man diese Musik durchpumpt. Und was dann dabei rauskommt, das ist halt so durch die unsere Welt durch die Hornbrille betrachtet. Wie kam es eigentlich zum Film Waschen, Schneiden, Legen, du als Friseur? Ich meine, dass du als Friseur sehr geeignet bist, sieht man ja schon in jeder Hinsicht. Aber man kann schon mit meiner Frisur eine Menge machen, ne? Ja. Klar. Die Affenschaukel, die geht auch noch. Aber trotzdem, wie kam es zu diesem Film? Das war angesprochen worden, oder? Nee, das kam damals so aus. Das kam damals eigentlich so aus den eigenen Reihen. Wir waren wahnsinnig viel am Spielen. Wir haben damals 300 Konzerte ungefähr im Jahr gespielt. Permanent auf Tour, permanent ist irgendwas passiert. Plötzlich stand da die Idee im Raum: Kinofilm. Ja, super. Mein damaliger Manager, der Johannes, der ist da losgestürmt mit Juhu. Und ich war eigentlich auch völlig überfordert. Machen wir halt einen Film. Ne? Da hättest du zu mir auch sagen können, jetzt fliegen wir auf den Mars. Ich wäre dabei gewesen. Und so sind wir halt da reingestartet. Und wann hast du mal die Möglichkeit, in so einem Kinofilm zu spielen? Also ich mache halt wahnsinnig gerne Sachen, in denen ich mich neu ausprobiere. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Man kann ständig irgendwo anders in den Dreck treten. Ne? Und wie hast du das geschafft, in Garmisch-Partenkirchen zum Zauberer von Ots zu werden? Irgendwann hat man mich dann für die Musical-Operettenbühne entdeckt. Ist eigentlich relativ naheliegend, weil... es gibt halt in den meisten Operetten gibt es halt immer irgendwie eine Rolle, die ist so ein bisschen schräger. Das hat früher im deutschen Bereich Theo Lingen vor allen Dingen gemacht. Und dann geht man hin und nimmt so einen schrägen Heinz wie mich und den tut man dann da rein. Singen kann ich eigentlich, glaube ich, auch ganz gut. Und ich bin halt eher so eine Multiwaffe. Ich kann alles, aber nichts richtig. Aber das zusammen ergibt dann auch wieder eigentlich was Sinnführendes. Ne? Das ergibt den Meister. Dann gibt es den Meister, genau. Ja, ich glaube, davon abgesehen, der große Meister, wenn er uns denn erschaffen hat, guck uns an. Ich meine, der hat ja auch Fehler gemacht, ne? Zweifellos. Aber er ist großzügig und verzeiht dir, dass du auch Meister heißt. Ja, dann geht er einfach drüber weg. Man muss gönne können. Ja. Der liebe Gott ist ein Kölner oder so. Erzähl uns mal von deinen Auftritten bei der Hamburger Staatsoper in Lohengrin von Richard Wagner. Und dann spieltest du ja auch Orpheus in der Unterwelt, wenn ich recht informiert bin. Ja, die schöne Helena habe ich auch gespielt. Ja. Also, nein. Also ich war nicht die Helena. Aber nein. Ich habe zwar Herrenbrüste, aber dazu hat es nicht gereicht. Lohengrin von Richard Wagner. Da gab es in Hamburg eine Wahl. Ich muss dann mal gucken, ob ich das irgendwie noch zusammenkriege. Eine Wahl und dann hat irgendein Pfiffi, ich weiß nicht von welcher dieser Parteien, hat irgendwie gesagt, erst den Gildo Horn in der Hamburger Staatsoper, den Lohengrin, ehe sie hier, so. Ist natürlich ein geiler Presseaufhänger, sowas lasse ich mir nicht entgehen. Und dann
Und dann bin ich natürlich in die Hamburger Staatsoper und habe mir einen Pianist mitgenommen und dann habe ich halt Lohnkriegen gesungen. Ja, ich komme ja eigentlich so vom... Ja, Moment, aber da brauchst du doch auch einen Intendanten, der Intelligenz und Klugheit und Humor alles miteinander vermischt. Also irgendwie hat es geklappt. Ich glaube, wir haben das als Kultur verkauft. Hast du den ganzen Lohngrin durchgesungen? Nein, ich habe dieses eine, ich krieg's aber ehrlich nicht mehr zusammen. Eine Arie. Ja, genau, die habe ich gesungen. Das war ein Fest, also. Und hatte denn, jetzt kommt's politisch, das weißt du ja nicht, erzähl. Mehr. Naja, der hat doch der eine gesagt, bevor Sie hier in die Hamburger Bürgerschaft einziehen, singt er eher den Lohngrin. Jetzt hast du den Lohngrin gesungen, nur ist die Frage, ist der andere eingezogen oder nicht? Das ist mir so egal. Also, ja. Wirklich. Ich mein, aber der Zeitung kann das nicht egal sein. Nee, das stimmt. Die hätten das ja irgendwo rausfinden müssen. Also ich finde Sachen nie raus. Ich mache immer Sachen, dann bin ich weg. Ich gucke mir Sachen... Ich gucke mir Sachen, die ich mache, nie an. Also ich bin ja auch öfter mal im Fernsehen, in irgendwelchen Formaten, in irgendwas. Ich gucke mir das nie an. Ich bin ein Live-Künstler. Ja, ich mache es im Moment. Und dann Kick and Rush nenne ich das. Nein, das mache ich auch nicht. Guck mir auch, wenn ich mal in einer Talkshow bin, die nie an. Und ich kann dir auch sagen, weshalb. Weil wenn ich es mir ansehe, denke ich nur, ach, deine Lippen sind so schief. Warum guckst du jetzt so blöde? Also geht es die ganze Zeit und dann habe ich... Ich finde deine Lippen ziemlich sexy. Ja. Ich finde ja auch, dass die anderen das finden sollen, aber ich finde sie dann eben blöd. Also ich finde halt, wenn man anfängt, sich irgendwie selbst anzugucken und so reflektieren, dann kommen wir wieder auf das, wo wir eben drüber geredet haben, mit den Behinderten. Man muss sich nicht permanent reflektieren, man muss einfach auch mal einfach nur sein. Das stimmt. Welche Rolle spielte denn das Theater, auch gerade die Werke von Shakespeare, für dich? Manchmal hatte ich den Eindruck, dass dich doch in besonderer Weise irgendwie gereizt oder interessiert hat, zumindest zu bestimmten Zeiten. Nee, ich habe Shakespeares sämtliche Werke leicht gekürzt gespielt. Das ist so ein Drei-Personen-Stück und da werden alle Shakespeare-Werke innerhalb von 2 Stunden aufgeführt. Und da habe ich da durfte ich dann alle Frauenrollen auch spielen. Das war echt total, ist ein total witziges Stück. Ne? Ja. Von derselben Company gibt es zum Beispiel auch die Bibel als 2-Personen-Stück. Da ist der erste, wer war es für uns? Ne? Ja, da, aber wirklich. Der erste Akt ist das Alte Testament und der zweite Akt das Neue. Und die spielen alle Rollen. Ne? Und, ja, und ich habe mich dann halt da in diese Shakespeare-Geschichte völlig reingetunnelt. Das war extrem viel Text zu lernen. Das war unheimlich brutal. Gleichzeitig habe ich in Essen Kiss Me Kate gespielt und in Trier habe ich noch ein Musical gespielt und dann noch mit meiner Band. Da war ein totales Gedränge bei mir im Hirn. Das verstehe ich. Ich habe mal einen Pfarrer gefragt, wie sie eigentlich den Kindern im Religionsunterricht so erklären, dass da ja schon Sodomie vorkommt im Alten Testament, dann der Vater mit seinen Töchtern und so weiter. Da sagt sie, lassen wir einfach aus. Hat mich auch amüsiert, ja. Gute Streichungen, ne? Das war... Lassen wir einfach aus. Wie kam es eigentlich zu einer Sendung und wie lief dieser Sendung mit den Behinderten im Fernsehen, Gildo und seine Gäste? Wie hast du das dann aufgebaut? Das war erstmal... Ursprünglich wollte ich eine politische Talkshow im Fernsehen haben, weil ich war bei Sabine Christiansen in der Sendung zum Thema Bildung und hab mir einen Tropenanzug angezogen und saß da mit meinem Helm und dann kam dann irgendwie so der Aufnahmeleiter rein und Frau Christiansen ist gerade gekommen und wird sie bitten, irgendwie den Tropenhelm auszuziehen. Und ich habe gesagt, ich bin im Bildungsdschungel. Und ich fand's ganz schrecklich, also ich meine, du kennst das ja von diesen politischen Talkshows. Man hört sich ja überhaupt nicht zu. Es wird ja einfach nur in der Gegend rumgesülzt, was der Hammer hält. Und ich wollte mal eine andere Talkshow machen. Mit mir als Talkmeister, diese Idee habe ich Frank Elstner vorgetragen. Und wir haben uns länger unterhalten und sind dann gekommen und die Talkgäste müssen unbedingt die sein, die die Wahrheit sagen, die gerade rausgehen. Und das sind natürlich die geistig Behinderten. Wir haben gesagt, wir machen eine Talksendung mit geistig behinderten Erwachsenen. Das sollte so eine wöchentliche Sendung werden, wo wir nicht über Behinderung sprechen, sondern über die Themen der Woche.
Und daraus ist diese Sendung erwachsen. Ich glaube, der SWR hätte mir diesen Sendeplatz nie gegeben. Das war Frank Elsner natürlich als mein Leumund. Ne? Ja. Mich lassen die ja nicht auf sowas los. Ich habe sie nie gesehen. Wie kam die Sendung an? Super. Das war einfach der Hammer. Wir haben zusammengesessen und sind immer einen Abend vorher angereist, um uns noch besser kennenzulernen. Ich habe die Leute alle selbst gecastet, bin rumgereist und habe die... Und abends sind wir zusammengekommen in einem kleinen Hotel, haben miteinander gegessen, haben miteinander gelacht und am nächsten Tag sind wir hin und haben eine Sendung aufgezeichnet, wo wir uns unterhalten haben über Liebe, über Fußball, Pflanztipps, vielleicht mal über Ängste, Kriege. Und halt eben mal keinen betroffenen, behinderten TV, sondern einfach mal gucken, wo sind wir zwei, wo kommen wir, wo ähneln wir uns? Meine Schwester hat die erste Sendung gesehen, die hat dann zu mir gesagt, ey, wirklich, du warst mit Abstand der Behindertste. Und da habe ich gewusst, das funktioniert. Ne? Deine ältere Schwester. Ja, jetzt sind wir wieder. Ne? Wieder das Sorgerecht ausgeübt, ne? Völlig klar. Genau. Ja. Übrigens, Eltern fällt es am schwersten zu akzeptieren, irgendwann müssen sie ja, das ihre Kinder, ihre Sorgeberechtigten werden. Oh, da wehrt man sich und wehrt man sich, hart. Bis man es dann doch akzeptiert. Bist du ein strenger Papa? Nein. Nee? Nein, kann ich gar nicht sein. Warum? Ja, ich war etwas strenger zu meinem Sohn, weil ich für den allein das Sorgerecht, wie man heute sagt, hatte. Das hieß damals Erziehungsrecht. Und das ist doof, weil du dann kein Sonntagspapa sein kannst. Ich war das ja stimmt. Auch für die Schule, ja, für alles zuständig. Und das ist furchtbar. Bei meiner Tochter, die sehr viel später geboren wurde, konnte ich sehr viel großzügiger sein. Die hatte ja eine Mutter, die sich schon mal das kümmern muss. Da ich meine, ist natürlich aber auch wenn du, ich bin ja auch schon einmal getrennt, ja, auch mit Kind, ne? Ja. Und wenn du dann, sag mal so, die alleinige Aufsichtspflicht, ja, für ein Kind, dann musst du dich nicht permanent absprechen, ne? Ja. Hat manchmal auch Vorteile. Das hat seine Vorteile, aber du musst eben auch dich um alles kümmern, ne? Ja, ja. Aber jetzt erzähl mir erstmal von deinen Auftritten und Erfolgen 2007 bei Let's Dance. Mit wem hast du überhaupt getanzt? Ich habe mit der Mozzi getanzt. Die Mozzi ist jetzt da als Jurorin unterwegs. Das war auch ihr Debüt bei Let's Dance. Ich fand irgendwie das Format ziemlich gut. Weil zum einen werden die Leute... Obwohl, die haben die Daumenschrauben auch schon ein bisschen angedreht. Die werden nicht so ganz vorgeführt. Ne? Eigentlich ist das irgendwie, man macht Sport, ich liebe Sport, ich liebe die körperliche Herausforderung, ich liebe Musik, hat Promo, verdient dabei Geld. Also ich meine, ey, win, 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 macht man. Auf welchen Platz bist du gekommen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß. Oder wann bist du rausgeflogen? Ich weiß es nicht. Ich war länger drin, als ich eigentlich gedacht habe. Aber das war extrem anstrengend. Also ich meine so Standardtanz. Du bist halt hier in dieser Haltung unterwegs und das ist nicht nur so, dass du kriegst Muskelkater ohne Ende und vor allen Dingen an Muskeln, von denen du vorher überhaupt nicht gewusst hast, dass es sie überhaupt gibt. Ne? Das ist total. Ach, ich habe 9 Kilo hatte ich weg. Naja. Und da war doch immer dieser Tanzlehrer dabei, der so streng sein sollte, ne? Bei der Jury. Der Lambi. Ja. Ach, das ist eigentlich. Ich finde den ja ganz nett, ne? Ja. Also ich meine, die Simones hat die frühere Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, hat den Fehler begangen, dahin zu gehen. Das wäre mir natürlich nie passiert. Man muss immer wissen, was geht und was nicht geht. Aber dann machte der sie immer fertig. Und das Publikum wählte sie immer weiter. Die sind ja dann auch gemein. Das weiß ich, das macht denen dann Freude, gerade wählt sie wieder. Und dann hat sie irgendwann aufgehört wegen einer großen Überschrift in der Bild-Zeitung. Ich hätte es nie gemacht, aber wenn ich es gemacht hätte, nein, dann hätte ich auch nicht aufgehört. Das geht ja nicht, da musst du durch. So grottenpeinlich ist sie auch. Ich habe jetzt gesagt, wenn ich das gemacht hätte, dann in deinem Körper. Ja, das sowieso, ja. Mein Körper ist nun mal für den Tanz geboren. Ja. Das ist. Also war auf jeden Fall. Das, die absolute Härte aber war. Aber nur bei Hebeübungen. Ich habe mich ja richtig gut eigentlich mit meiner Tanzpartnerin verstanden. Und dann haben wir. Was war denn das nochmal? Rumba. Das ging irgendwie mit so Sachen. Und wir hatten. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Du machst halt immer solche.
Solche Sachen. Ja, pass auf, wir haben Generalprobe vor der Sendung, sind noch im Tanzstudio und auf einmal Probe vorbei, klingen auf meinem Handy. Und ich guck, dann hat die Mozzi ihrem Freund in England geschrieben, wie beschissen ich tanze, ne? Und hat versehentlich, aber das an mich geschickt. His rumba is so bad, I can't... How can a man move like this und so ein Zeug? Und ich, Mozzi, guck mal hier, wolltest du mir was sagen? Ne? Ja, aber an dem Abend haben wir die höchste Punktzahl eingefahren. Ich hab's ja gezeigt. Ja. Wo Bartels den Most herholt. Ja. Wo Horn den Rumba herholt. Erzähl uns mal von deiner Mitwirkung an die Rocker Horror Picture Show. Ja, das habe ich auch ein paar Jahre gespielt im Theater Hagen. Ich bin zum Theater Hagen, die haben mich irgendwie in Essen spielen sehen, in Kiss Me Kate, und haben mich dann für ein Stück, das heißt Into the Woods von Sondheim, nach Hagen geholt. Und dann kam die Rocky Horror Show und ich habe den Riff Raff gespielt. Das ist, hat sich irgendwie angeboten. Das ist ein relativ, also die haben nicht so viel Kohle und bei mir muss man optisch nicht so viel machen. Ich liebe die Musik von der Rocky Horror Show und dann habe ich da halt, meine Band habe ich auch mitgenommen, klar. Und war immer ein anderer, der die Ansagen machen musste und der dann immer beschimpft werden soll, während er die Ansagen macht? Das ist ja immer einer, das ja. Ist Horror. Ne? Ich hab das noch nie im Theater gesehen gehabt, ja. Halt nur auf Film und dann stehst du auf der Bühne und das ist ja wie so ein Trekkie-Treffen irgendwie. Ja, ja. Jeder ist total Experte da drin und dann sagst du irgendwas aus dem Publikum, puh! Oder irgendeiner ruft immer, ich war tot. Darf ich dir mal was erzählen? Zu mir kam ein Mensch und sagte, auch schon Herr Gysi, pass auf, und sagte, sag mal, wären Sie bereit, mal in einem Musical zu sprechen? Da sage ich, wie? Also ich kann überhaupt nicht singen, sage ich. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich kann überhaupt nicht singen. Nein, es geht nur ums Sprechen. Na, ich dachte so an den Fiedler auf dem Dach und sowas und dachte, naja, gut, warum nicht mal was anderes? Okay, dann war ich irgendwann im Büro, leichtfertig und dann noch als Rechtsanwalt, sagt einer vom Büro, du, hier ist ein Vertrag gekommen, du musst den schnell, das ist dieses Musical da. Sag ich, nein, gib mal her, ich habe gar nichts gelesen. Bin ich wieder gegangen und plötzlich ruft mich eine Journalistin an und sagt, Herr Gysi, stimmt es wirklich, dass Sie an der Rocky Horror Picture Show mögen? Ich sage, was für eine Rocky Horror Picture Show, ich hatte auch noch nie davon gehört. Nein, an sowas wirklich nicht mit. Ja, aber die schreiben das auf den Plakaten. Dann arbeitete mein Gehirn und dann sagte ich mir, ach du Schande. Jetzt hatte ich ja aber den Vertrag unterschrieben und dann war ich hier im Tränenpalast, wollte ich schon sagen, also Admiralspalast, 3 Vorstellungen hintereinander und musste immer den machen, der quatscht und den immer alle beschimpfen dürfen. Und eine Sache werde ich nicht vergessen, da war ich ein bisschen stolz auf mich, da rief eine Frau, nach Hause, nach Hause. Und da sage ich, ja, zu dir oder zu mir? Da hat sich der ganze Saal gefreut. Aber zu Beginn und am Schluss bekam ich immer den größten Beifall. Aber da habe ich auch festgestellt, ich hätte nie Schauspieler werden können. Und weißt du auch warum? Weil ich die ja nur beobachtet habe, diese 3 Abende. Es ist immer der gleiche Text. Sie können den auch nicht abwandeln, weil ja dann der Nächste nicht weiß, wann er dran ist. Sie müssen immer das gleiche erschreckte, erstaunte oder erfreute Gesicht machen, je nach Situation. Ich verstehe ja, wie man das vielleicht 10-mal machen kann. Aber der Arthur Uwe von Brecht im Berliner Ensemble wurde über 1000-mal aufgeführt. Woher nimmt man denn beim 777. Mal noch die Kraft? Ich langweilte mich ja schon am 3. Abend, ehrlich gesagt. Ja, ist aber, das ist Profession. Ne? Ich mag es aber auch. Ich mag wahnsinnig gerne im Programm sehr oft spielen, weil... Also das Publikum ist immer ein anderes, man merkt das. Also zum Beispiel jetzt heute Abend hier, ihr seid natürlich ein zauberhaftes Publikum. Das sag ich sonst nie. Und wenn, dann lüge ich. Aber man kommt irgendwie in einen Saal rein, da sitzen Menschen. Und jeder Einzelne hat
für sich eine eigene Ausstrahlung. Und viele Menschen zusammen ergeben gemeinschaftlich irgendwie so ein besonderes Gefühl. Und jeden Abend, wenn ich auf die Bühne gehe, auch mit dem gleichen Programm, ist das anders für mich, weil ich es in einer anderen Atmosphäre mache. Und das macht in mir, ich kann immer denselben Text sagen, der fühlt sich in mir immer anders an. Ja, und ich gehe da irgendwie. Weil die Reaktion auch anders. Genau, sind, ja. Und das ist, mal ist es wärmer, mal bin ich gestresster, mal ist irgendwas. Ich glaube, man muss dann als Schauspieler muss man einfach bereit sein, irgendwie so dieses, einfach das alles so auf sich wirken zu lassen und in so einen Mikrobereich da so reinzufühlen. Wie bist du damit umgegangen und wie hast du darauf reagiert, dass plötzlich auch Nazis, die natürlich auch auf deinen Schlager standen, zu deinem Publikum gehörten? Das finde ich scheiße. Kann man hier überhaupt nichts zu sagen. Also ja. Ich hab auch schon gespielt, da haben sie dann ganz plötzlich mit ausgestreckter Hand vor der Bühne gestanden. Dann fahre ich. Ich spiele gern. Für mich sind alle Menschen, haben ein Recht, sich irgendwie zu äußern. Ah, doch nicht mit jedem Scheiß. Also wirklich, das ist. Was heißt dann dann gehe ich halt. Ach so. Also dann breche ich ab. Also ich mache das halt nicht. Er muss dir erzählen, ich war mal auf einer. Ja, jetzt mal. Ja, recht. Ich unterhalte mich wirklich mit allen Menschen gerne über ihre Befindlichkeiten. Aber es gibt irgendwelche Sachen, die sind einfach so hanebüchen und so blöd, dass ich mich. Ich will auch nicht, wenn einer in einer kompletten Sackgasse steckt, will ich nicht permanent gegen die Wand labern. Ja, das ist richtig. Das ächze ich dann aus meinem Leben raus, hat in meinem Bereich nichts zu suchen. Was ich will, muss erzählen, ich war einmal eingeladen, da waren 300 oder 400 junge Neonazis, also 15, 16 in Halle. Und ich sollte mit ihnen diskutieren. Da habe ich gesagt, na gut, die kann ich ja noch nicht aufgeben. Also, wenn sie 50 gewesen wären, hätte ich gesagt, nee. Da bin ich hingefahren und da haben die geweint, weil sie mich nicht überzeugt bekamen. Also ich meine, ich habe sie auch nicht überzeugt. Und das werde ich nicht vergessen. Aber das war aber was anderes. Da war ich in Dresden. Da standen so, weiß nicht was, 1000 Anhänger, Quatsch auf der Kundgebung. Und plötzlich kamen 300 Neonazis hinten an. Und dann habe ich zu denen gesagt, also werte Neonazis, schon so ein Anfall. Sag ich wollte Ihnen eine Empfehlung geben. Wenn Sie nach Hause kommen, lesen Sie doch mal ein Buch. Also kein schwieriges, ein ganz einfaches und da können Sie vielleicht schon auf andere Gedanken kommen. Und dann stand da unten einer und warf mir einen Zettel zu. Und damals konnte ich das noch. Ich habe gelesen, geschrieben und weitergeredet. Das kann ich heute nicht mehr. Ich muss jetzt mich entscheiden, was ich mache. Und auf jeden Fall habe ich den Zettel zurückgeworfen. Und dann war die Kundgebung zu Ende und da war einer vom LKA, der mich irgendwie beschützen sollte und der sagte, sagen Sie mal, was haben Sie dem denn geschrieben? Sag ich, wieso? Ja, der sah so aus, als ob er gleich auf die Bühne springt, um Sie zu erwürgen. Dann sag ich, der hatte mir geschrieben, wie kommen Sie darauf, dass wir Rechtsradikalen ungebildet sind? Die meisten von uns haben Abitur. Und ich habe drei Fehler angestrichen und nur runtergeschrieben. Hab nur runtergeschrieben, drei Fehler, Note 3, Gysi. Also ich fand die Note 3 großzügig. Aber wenn er einen Rest von Humor hat, hebt er sich den Zettel auf, um das mal seinem Urenkel zu zeigen. Aber ich weiß es nicht. Aber das ist so eine Art von mir, furchtbar. Ich muss andererseits sagen, ob jemand jetzt rechts verblendet ist oder links verblendet ist, ne? Das trifft sich ja irgendwo. Das ist ein Kreis. Ne? Ja. Und das siehst du ja an Maler. Und deshalb, also erst linksextrem, dann rechtsextrem. Ich finde einfach, radikale Gedanken sind, wodurch sie auch entstehen. Und radikal ist an die Wurzel gehen, aber extrem ist immer falsch. Aber das ist ein Wortspiel, das ist unterschiedlich. Ich denke mal drüber nach. Ja. möchtest du dich zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, das zum Verhalten der USA und Deutschlands äußern? Also bei mir ist es so, ich habe irgendwie vor, als der Krieg anfing, das war irgendwie, die sind ja am 24. Februar einmarschiert. An dem Tag war ich gerade unterwegs mit meiner Tochter in die Schule gefahren. Die Kinder waren irgendwie verkleidet und dann ist das irgendwie passiert. Das war ein richtig traumatisches Erlebnis. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe gedacht, jetzt geht's echt richtig rund. Einen Monat später habe ich ein ukrainisches Paar
bei mir zu mir genommen. Also meine Frau und ich, die haben jetzt 8 Monate bei uns gewohnt. Und deshalb ist das einem auch so ganz nah. Die kommen aus dem Donbass, sind beide berentet, Grundschullehrerin, und er hat im Bergbau gearbeitet. Und wir kriegen einfach dieses Leid damit, dass die ohne ihr Dazutun da aus dieser Region weggebombt werden. Und das ist einfach, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ich finde da überhaupt, das ist Ende jedweden Humores. Und ist einfach nur sowas von entmenschlicht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich bin schlichtweg entsetzt über das, was da im Moment auf uns alle niederprasselt. Ich meine, du bist ja, wenn ich richtig informiert bin, du bist auch eher so auf der Seite so gegen Waffenlieferungen. Nein, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich bin bei Deutschland dagegen, dass wir überhaupt Waffenexporteur sind. Das liegt daran, dass der Zweite Weltkrieg von uns ausging mit 50 Millionen Toten, der schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte. Und da habe ich für mich die Schlussfolgerung gezogen, schon zu DDR-Zeiten etc., dass wir nie wieder an Kriegen verdienen dürfen. Da wir aber der 5. größte Waffenexporteur der Welt sind, verdienen wir an jedem Krieg. Egal, ob er im Jemen, in Syrien, im Irak oder sonst wo stattfindet. Und da bin ich dagegen. Das ändert aber nichts, dass die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht hat, sodass Staaten an die Ukraine auch Waffen liefern dürfen. Und wir könnten das gleiche Geld aufwenden für humanistische Hilfe. Das wäre mein Vorschlag. Aber das kann man auch anders sehen. Das hängt ein bisschen mit meiner Biografie zusammen. Aber jetzt ist eine neue Situation. Der Mille hat gesagt, weder Russland noch die Ukraine kann siegen. Und der Mille ist der Generalstabschef der US-Streitkräfte. Und im Krieg muss man immer auf vernünftige Militärs hören, nicht auf Politiker, weil die auch gar keine Ahnung haben. Und wenn das stimmt, was er sagt, dann bin ich dafür, sofort einen Waffenstillstand zu machen. Ja, aber mit wem? Moment, ja, aber die Ukraine darf auf keinen Fall Territorium herausrücken, sondern es muss dann unter Vermittlung von Dritten, vielleicht Lula von Brasilien, vielleicht Österreich, Deutschland und Frankreich scheiden aus, Friedensverhandlungen geben, die auch damit enden müssen, dass die russischen Truppen abzuziehen sind und dass man vielleicht dann Lösungen findet, doppelte Staatsbürgerschaft und so. Also gibt es so viele Kompromisse, die man machen kann. Zumindest könnte man es versuchen. Die ich NATO, halte das ganz ehrlich, ich halte das leider, also ich finde es, ein super Vorschlag. Ich halte das leider für total unrealistisch. Ja, pass auf. Und deshalb habe ich folgenden Vorschlag gemacht. Ich habe gesagt, nach Absprache mit der ukrainischen Führung könnte doch die NATO zur russischen Führung sagen, wir liefern ab morgen 0 Uhr keine einzige Waffe mehr, wenn ihr mit einem Waffenstillstand einverstanden seid. Und wenn die dann Nein sagen, sagt der Putin damit, sie sollen weiter Waffen liefern. Und da habe ich mit Leuten gesprochen und da sagen die, als Idee nicht so schlecht, werden drüber nachdenken. Ich sage, ihr bringt ihn doch damit unter Druck. Also mit einem solchen Angebot. Man muss es ja nicht einhalten. Nun bin ich Dienstag bei der Maischberger, da erinnere ich mich jetzt schon, da kommt der Berater von Selenskyj hin. Ach, das wird natürlich auch wieder also ein furchtbares Gespräch, was ich mir damit in meinem Alter noch antue. Aber du hast völlig recht. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass wir diese Art von Krieg in Europa noch erleben. Aber das Völkerrecht hat zuerst der Westen gebrochen. Beim Krieg gegen Serbien, beim Krieg der USA gegen den Irak. Und damals war ich bei Schröder, will ich dir nur sagen. Und habe gesagt, der Krieg ist völkerrechtswidrig. Ich hatte gar nicht bestritten. Ich sagte, hast du recht, aber wir haben edle Motive. Ich sage, immer haben Angreifer edle Motive. Aber das ist nicht mein Problem. Sag ich, mein Problem ist, es wird Schule machen. Und das hatte mir nicht geglaubt. Ja, ich meine, aber damals, ist das Völkerrecht nichts mehr wert. Wir müssen zurück zum Völkerrecht. Aber damals in Jugoslawien, das war ja auch eine... Ich hab einen guten Freund. Ich war damals ganz viel in Sarajevo zu der Zeit. Ja. Ich habe einen Freund, den habe ich damals kennengelernt in Griechenland beim Urlaub. Ja, es war alles schlimm, das weiß ich. Mein, aber völkerrechtswidrig war es trotzdem. Ja, was auch immer. Das, das Völkerrecht dient den kleinen Staaten, nicht den großen. Guck mal, Liechtenstein. Wie sollte das existieren? Die haben 3 Polizisten. Also wenn Österreich da einmarschiert, sind die im Nu weg. Das Völkerrecht schützt eben auch ein kleines Liechtenstein. Deshalb, nun bin ich Jurist, will ich unbedingt, dass von allen Seiten strikt das Völkerrecht gewahrt wird. Jetzt wird es nur noch verletzt. Nur noch verletzt. Das geht mir auf die Nerven, dann haben wir gar kein Recht mehr. Und gar keinen Schutz der kleinen Staaten, weder der Ukraine noch anderer. Lass uns das Thema wechseln. Was ich noch wissen will, ist, warum du nach Trier
nach NRW gezogen bist. Und weshalb du in einem kleinen Dorf mit 150 Einwohnerinnen und Einwohnern lebst. Da gibt es doch wahrscheinlich nicht mal eine Kneipe, oder? Nee, gibt es nicht. Was macht man denn in so einem Dorf abends? Man sitzt da. Das, also ich liebe das. Wir haben einen Briefkasten. Ja. Den Zigarettenautomat haben sie uns jetzt genommen. Aber der ist weg. Einfach herrlich. Ich bin 1996, glaube ich, nach Köln gezogen von Trier, aus meiner geliebten Heimat. Weil Trier liebe ich wirklich, weil das beruflich einfach überhaupt nicht mehr so zu machen war. Und das ist immer so ein weiter Weg und zack. Und in Köln sitzen so viele Fernseh- und Rundfunkanstalten. Bin ich nach Köln gezogen mit einem Freund zusammen in eine WG und ich habe gedacht, boah, jetzt sitze ich hier in dieser Großstadt. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Für mich war es, das ist immer Lärm, immer Alarm, immer irgendwie. Ich habe Alarm und Lärm habe ich schon in meinem Beruf. Das ist, wenn du Musiker bist und du hast permanent irgendwie mit Geräusch, mit Lautstärken und so zu tun. Ich genieße das, wenn ich nach Hause fahre. Von der Autobahn, dann fahre ich so ein bisschen ab. Da ist nur Frischluft. Irgendwie, wir wohnen am Waldrand. Das ist... Ich höre keine Musik zu Hause. Deshalb haben wir viele Städter, Musik, wirklich. Deshalb haben wir viele Städter eine Laube, um irgendwann mal an die frische Luft zu kommen. Das ist mal. Es gibt auch so schöne Schachthöfe, oder wie die heißen in Köln, wo man so einen ordentlichen Schinken mit einem Kölsch, also zu essen und zu trinken. Ja, bekommt. Aber das ist, ich bin kein Kneipengänger. Ich bin einfach, ich sitze wahnsinnig gern, habe ich schon als Jugendlicher gern gemacht. Ich sitze gern irgendwo in der Natur am Lagerfeuer. Oder was weiß ich, unterm Sternenhimmel. Ich gehe gern in den Wald, wenn ich niemandem begegne. Ich brauche das einfach. Das ist vielleicht so ein Ausgleich zu meinem sonstigen Eigentlich Job. Eigentlich siehst du aus wie jemand, der auch gerne in die Kneipe geht. Aber ich nehme das zur Kenntnis. Ich muss dazu sagen, ich löffel mir mal ganz gern einen rein. Ne? Aber ich mach das am allerliebsten alleine. Hm. Weil... Ja. Naja, alleine mal. Weil ich habe mir immer was zu erzählen. Ja. Du bist zum zweiten Mal verheiratet und hast insgesamt, glaube ich, 3 Kinder. Ja, muss man nachzählen, jo. Ja, pass mal auf, wenn es stimmt, dass ein Kind 1995 geboren wurde, möchte ich wissen, ob dieses erwachsen gewordene Kind im Unterschied zu uns beiden etwas Vernünftiges macht? Ich weiß nicht. Im Moment fährt mein Sohn mit so als Shuttle-Fahrer mit der Formel 1 um die Welt. Oh je. Ja, ja. Ja, der war irgendwie jetzt in der Corona-Zeit für ein Jahr in Afrika und hat da auf so einer Farm gearbeitet. Ein Jahr ist zurückgekommen, hat sich viel beworben, VWLer. Und das sieht im Moment nicht so ganz rosig aus. Und dann hat er dieses Angebot gekriegt. Und ich finde, für einen jungen Menschen einmal die Gelegenheit zu haben, irgendwie den Planeten kennenzulernen, ist auch gar nicht so schlecht. Das ist wahr. Das ist wahr. Erklär uns mal deine Beziehung zum Fußball und zum 1. FC Köln. Aber auch zu Eintracht Trier. Ja, also ich finde, Fußball, finde ich, ist Hammer. Ich liebe Fußball. Ich gucke auch am allerliebsten Fußball alleine. Ich habe gemerkt, wenn ich mich mit Freunden treffe, die wollen immer sich unterhalten beim Fußballspiel. Ich kann das überhaupt nicht. Ich möchte alles in mich reinsaugen. Ich mag die Bewegung, ich mag das Direkte, ich mag diesen Teamcharakter. Ich mag den Ball, der riecht nach Leder. Das ist irgendwie Freude, Leid, ne? Dieses ganze Brimborium. Und wenn du so nah am Fußball dran bist, dann weißt du auch die Geschichten, die Fußballspieler so... Ne? Boulevard, egal. Das ist wie so eine Soap, ist das irgendwie. Das liebe ich an Fußball. Der 1. FC Köln ist wirklich echt ein klasse Verein mit super Fans. Ich finde ihn manchmal wahnsinnig anstrengend. Ne? Aber so ist es halt. Ne? Und Eintracht Trier? Liebe und Leid nicht. Eintracht Trier, da bin ich daneben aufgewachsen. Ich bin direkt neben dem Stadion aufgewachsen. Und in welcher Liga spielt denn Eintracht Trier? Boah, ey, im Moment weiß ich es. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ne? Shame on me. Ja, ja. Was hältst du denn vom 1. FC Union? Nein, ich spiele natürlich nicht. Aber ich bin Mitglied vom 1. FC Union. Was hältst du denn? Wie lange schon? Schon länger? Ja.
Ja, klar. Ja? Natürlich. Ich habe, also als ich so 18 wurde, wurde der gegründet und mir imponierte Folgendes. Es war in der DDR verboten, dass in der Oberliga, so nannte sich die höhere Fußballliga, Vorbestrafte spielen. Nur beim ersten FC Union waren auch Vorbestrafte. Schon das okay. Gefühl mir, ja? Ja, für einen guten Verteidiger, ne? Und wenn Vorstrafe. Die. Ja, nicht nur das, aber wirklich wahr, wenn die spielten in der alten Försterei, ja. Ja, dann hatte ich am nächsten Tag immer 2 bis 3 neue Mandanten in Rummelsburg. Das war in der Untersuchungshaft. Während ich in den 20 Jahren DDR-Anwalt einmal einen Fan vom BFC Dynamo hatte. Und deshalb sage ich immer, vom ersten FC Union konnte ich leben, von Dynamo nicht. Aber das war schon ein Verein und ist ein Verein, der in Ordnung ist. Aber die spielen echt geil. Also ich hab mir jetzt ein paar Spiele von denen angeguckt. Ich finde das so irre. Vor allen Dingen, ne, wenn man aus so wenig so viel macht. Ja. Das ist halt ein Mannschaftssport. Ne? Richtig, das ist richtig. Nicht nur 11, sondern 11 kann, wenn es eine gute Mannschaft ist, 15 sein irgendwie. Ne? Man wächst als Mannschaft, ja, das potenziert sich irgendwie. Stimmt es, dass du gerne campst? Ja, ich liebe Camping. Alleine oder zu zweit? Alles. Also am allerliebsten auch mal alleine, aber ich bin fast nie alleine. Ich bin irgendwie halt ständig... Fährst du dann mit dem Auto los, mit dem Wohnwagen? Alles. Und, Zelt. Ach, Zelt, alles. Wohnmobil. Und die Mücken haben dich nie gestört? Also das ist halt Natur. Gregor, das ist Natur. Ich muss dir empfehlen. Das ist Biomasse. Ja, du hast es doch gemerkt, dass ich schon eine Gehirnoperation hatte. Und, ja, habe ich gemerkt. Ja, und deshalb sage ich ja. Und die hatte 3 Folgen, die interessant sind. Ich war vorher der absolute Liebling aller Mücken, Läuse, Flöhe dieser Welt. Wirklich. Und jetzt sehe ich mehr, die interessieren sich überhaupt nicht mehr für mich. Nein, echt? Echt, das liegt an dem Blutverdünner. Die alles neben mir wird gestochen, nur ich nicht. Also das macht mich sehr zufrieden. Die zweite Änderung ist auch interessant. Ich habe vorher nur Kaffee getrunken und trinke seitdem nur Tee. Und die dritte Änderung, ich konnte vorher Schokolade wie Brot essen und brauche es nicht mehr. Kein Mensch kann mir erklären, woran es liegt. Jetzt hat es mir einer erklärt. Der sagt, Blutverdünner ist klar mit den Mücken. Und immer wenn du am Gehirn operiert wirst, berühren die ja versehentlich Ganglien. Und die senden was. Und der eine hat ihm gesagt, Schokolade muss nicht mehr sein. Und der andere hat gesendet, ich bin scharf auf Tee. Und dann sagt er zu mir, wenn du rausfindest, welche Ganglie man berühren muss, damit die Leute weniger Schokolade essen, wirst du Milliardär. Aber ich hab's noch nicht rausgekriegt. Aber mit den Mücken ist hart. Ich war die letzten 2 Jahre, ich war in Schweden unterwegs nochmal. Und Schweden, da sagt man auch immer, da wirst du von den Mücken aufgefressen, ne? Ja. Das war überhaupt nicht so, ne? Und ich muss auch sagen, bei uns auf dem Land ist die Biomasse extrem weniger geworden. Und wir Musiker sind ja ein fahrendes Volk. Also ich sitze ja permanent im Auto. Und früher war das so, da bist du irgendwie von Köln nach Berlin gefahren, musstest du direkt die Scheibe putzen. Das hast du gar nicht mehr, ne? Ich finde es schon ziemlich erschreckend, weil irgendwas machen die Viecher doch Gutes, ne? Möchtest du uns was vorsingen? Ich habe kein Instrument dabei, ich kann versuchen, einfach so a cappella. Was zu singen. Erstmal einsingen. Es gab eine Zeit voller Zärtlichkeit, da wurde Knuddeln und Knutschen und Lieben eh immer groß geschrieben. Ba, 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 ba. Ich denk gern zurück an die Zeit voll Harmonie und Glück, als ich täglich in ein Poesiealbum schrieb. Piep, 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 ich hab dich lieb. Gild, oh, hat euch lieb, so lieb, so lieb. Ja! Gild, oh, hat euch lieb, so lieb, so lieb. Und wenn's auch mal Tränen
Gitatatata, kommt herüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb, so lieb, so lieb. Ja, Gildo hat euch lieb. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Sie wissen jetzt unabhängig von ihm, was ich mit Persiflage meine. Aber, lieber Gildo Horn, du hast deinen Für Weg... Für ein Aussehen kann man nichts. Ja, pass auf. Du hast deinen Weg gesucht und gefunden. Ja. Du warst in der dritten Reihe und dann in der ersten. Und bleibst in der ersten, mindestens in der zweiten. Du hast Menschen glücklich gemacht, weil du Humor, Ironie und eben auch Persiflage in die Schlagerwelt gebracht hast. Dadurch hast du es geschafft, dass dich diejenigen mögen, die die Schlager mögen, und auch diejenigen, die die Schlager nicht mögen. Das muss man erst mal hinbekommen. Ich glaube, du bist der Einzige, der das geschafft hast. Dein Herz, viel Zeit und größte Aufmerksamkeit widmest du Menschen mit Behinderungen. Das ist fantastisch und in deinem Beruf sehr, sehr selten. Ich kann dich nur beglückwünschen und sage dir heute einfach Danke. Thank you.